Ich bin Philipp, ich bin 23 Jahre alt und ich habe vor 5 Wochen die 3. Krebsdiagnose bekommen. Ich habe Lymphdrüsenkrebs und die Ärzte haben mir jetzt noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben gegeben. Philipp ist ein total verrückter, abenteuerlustiger, mutiger, lebensfroher Mensch. Und man kann mit ihm sehr viele Abenteuer erleben, das ist einfach fantastisch. Ich fühle mich keiner Person eigentlich so nahe wirklich wie meinem Zwillingsbruder. Also sein Schicksal jetzt mit der Krebsdiagnose hat auch sehr viel in meinem Leben verändert. Gerade weil halt in unserem Alter der Tod nicht wirklich präsent ist oder generell ja der Gedanke darüber, sterben zu können. Jeder wird irgendwann sterben und das ist, glaube ich, niemandem so wirklich bewusst oder in unserer Gesellschaft zumindest ist es was, was komplett verdrängt wird. Und das finde ich eigentlich ja seltsam. Ich wohne hier in der Nähe von Darmstadt in einer WG zusammen mit meinem Zwillingsbruder und 3 Freunden. Wir produzieren hier unsere Videos für unseren YouTube-Kanal The Real Life Guys. Das machen wir jetzt ungefähr seit 3 Jahren. In unserem letzten Video haben wir euch gezeigt, wie wir hier angefangen haben, diese Rutsche aus 30 Badewannen zu bauen. Nächsten Montag zeigen wir euch dann, wie wir wirklich damit rutschen. Ich habe echt Schiss von hier oben. Puh, das wird ein gut durchschleudern jetzt. Junge, dass sich da noch niemand was gebrochen hat. Unser Kanal hat mittlerweile 1,2 Millionen Abonnenten. Es gibt wenig ähnliche Kanäle in Deutschland, die einfach so verrückte Sachen bauen. Von daher haben wir da so eine kleine Marktlücke, sag ich mal, gefunden. Die Idee von dem Kanal ist uns eigentlich gekommen, weil wir einfach unsere Freunde begeistern wollten, ins Real Life zu gehen, also wirklich rauszugehen, was zu machen. Wir hatten nie geplant, irgendwie mit YouTube Geld zu verdienen oder bekannt zu werden oder so. In unseren letzten Videos hatten wir ja schon angefangen, unser Baumhaus zu bauen. Das hat jetzt alles etwas länger gedauert. Eigentlich wollten wir schon letzte Woche damit fertig sein. Bisher kommt man mit unserem Aufzug noch nicht wirklich hoch, weil da irgendwie noch ein Balkon hin muss oder so, wo man dann reinfahren kann. Wir haben gedacht, dass wir den außerdem noch motorisieren, weil bisher war der noch ein bisschen langsam. Oder wir bauen eine Wendeltreppe. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, was ihr cooler findet. Wir machen jetzt weiter mit dem zweiten Stopp. Real Life Guys, also unser Kanal. Wir sind eigentlich, also Philipp und ich, mit unseren Freunden gestartet haben wir es mit dem Erik, da war da ganz besonders viel dabei. Dann haben wir halt so zu dritt angefangen, irgendwelche Sachen zu machen. Dann haben wir eine Seilbahn über so eine Grube gespannt und sind dann halt wieder, also an so einer Seilbahn halt ins Wasser gefahren, reingesprungen. Es war halt irgendwie so, man konnte die Leute irgendwie nicht motivieren, da mitzumachen. Wenn man davon erzählt hat, dann war es halt so, ja, ach, ihr seid doch irre. So, kein Bock, da mitzumachen. Aber wenn man dann das Ganze in Videos gezeigt hat, dann waren alle so, hey, das macht ja richtig Bock. Und dann haben auf einmal alle gesehen, was, es macht ja wirklich wahnsinnig viel Spaß, an dieser Seilbahn zu fahren, Floß zu fahren und so. Und dann sind immer mehr Leute mitgekommen. Und da kann ich mich daran erinnern, dass wir irgendwann in Amerika waren. Und dann auf einmal gemerkt haben, dass sich ganz viele Leute unser Video angucken von so einer Badewanne, wie wir mit der den Berg runterfahren. Das war auch echt eine verrückte Aktion. Wir sind da mit, ich glaube, 40 km/h oder sowas ohne Helm, ohne alles den Berg runtergeheizt in der Badewanne und dann zum Schluss noch ins Wasser rein. Das hat voll viele Leute einfach begeistert. Ich weiß bis heute nicht, warum das Video immer noch, glaube ich, unser meistgeklicktes Video ist mit, was weiß ich, 10, 15 Millionen Aufrufen mittlerweile. Und da haben wir gemerkt, okay, es lohnt sich auch irgendwie, die Videos wirklich zu machen.
Ich kann mich noch sehr genau erinnern an den Tag, als ich meine erste Krebsdiagnose bekommen hatte, weil es in der Zeit war, in der für uns alles gerade steil bergauf ging. Also wir hatten damals Naturfotografie gemacht, waren da eingeladen auf Filmfestivals und so weiter, haben da Preise gewonnen. Dann kam ich zurück und habe gemerkt, dass ich irgendwie nicht mehr so richtig Luft bekommen habe. Es hat sich angefühlt, als hätte ich einen Stein in der Lunge. Und ich habe wirklich irgendwie gedacht, habe ich was verschluckt? Was ist da? Was ist da in meiner Lunge, was da nicht hingehört? Ich weiß noch, dass es in der Schule manchmal so was gab, dass er irgendwie so zusammengebrochen ist. Also es gab es zweimal, glaube ich, vorher in der Zeit, wo wir uns alle gefragt haben, was ist das? Dann kam ich in dieses dunkle, kleine Ärztezimmer rein, wo wirklich ein Arzt vor seinem Bildschirm stand, hat mir knallhart ins Gesicht gesagt, ja, du hast einen Tumor und du hast nur noch 3 Monate oder sowas zu leben, wenn wir jetzt keine Chemo ganz schnell machen. Und dann auf einmal dieser Schock, wirklich zu hören, ja, ich habe einen Tumor. Ich wusste gar nicht, was Krebs ist, was ein Tumor ist, was Chemotherapie heißt und so weiter. Dann ist er nach Hause gekommen und ich habe, also keine Ahnung, ich habe jetzt nichts Böses erwartet so, aber hat gedacht, keine Ahnung, ist irgendwas Kleines, keine Ahnung. Und dann ist er reingekommen und hat irgendwie auch so voll krass geweint und ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen soll. Und dann haben die anderen mir das gesagt und ich habe halt erstmal, ich habe glaube ich voll gebraucht, um das zu verarbeiten, auch überhaupt, was das für eine Bedeutung hat. Wirklich zu sagen, ich habe Krebs, ich bin jetzt krank, ja, ich bin, das hat mich fertig gemacht. Also das war wirklich so der Moment, wo ich das selber aussprechen musste, wo wirklich die Welt für mich so zusammengebrochen ist, wo mir wirklich die Tränen gekommen sind und ich das nicht mehr ausgehalten habe und bin wirklich aufs Klo gerannt und ja, brauchte da erstmal eine Zeit für mich alleine dann. Ja. Ich habe die komplette Chemo also so durchgezogen mit allen Nebenwirkungen, allem, was dazugehört. Und es ist so schlimm am Ende gewesen, dass ich nur noch in meinem Bett lag und ich konnte nicht mal mehr den Rollladen aufmachen. Also ich war ein ganzes Jahr nicht in der Schule, weil ich eben auch immunsupprimiert war. Das heißt, die Ansteckungsgefahr war unglaublich hoch, deswegen durfte ich keine Freunde treffen. Und ja, habe da ein Jahr ungefähr gebraucht, bis ich wieder relativ fit war. Und dann, bis ich meine ganzen Muskeln und alles wieder aufgebaut hatte, waren schon so 2 Jahre rum. Mein Gesicht war auch komplett aufgedunsen. Ich habe mich im Spiegel wirklich nicht mehr wiedererkannt in der Zeit. Der Tumor war zu der Zeit weg. Ich bin immer zur Kontrolle gegangen und jedes Mal in der Kontrolle kam eben die gute Nachricht, ja, ist nichts da, wir können da nichts sehen und deine Blutwerte sind gut. Also erstmal sah das alles dann richtig gut aus. Eine Situation habe ich noch genau im Kopf. Das war, nachdem ich im Krankenhaus war. Und ich bin dann damals rausgegangen, da war der Botanische Garten daneben. Und für mich war das so ein krasses Gefühl, einfach wieder draußen zu sein, laufen zu können, weil ich vorher auch da nicht mehr laufen konnte. Da hat sich ein Mäusebussard so direkt vor mich so auf den Ast gesetzt und hat mich einfach so angeguckt über eine längere Zeit. Das war für mich so ein krasses Erlebnis, wo ich mir irgendwie da so vorgenommen habe, dieses Erlebnis will ich auch nicht vergessen, sondern ich will immer daran denken, wie viel wert es ist, wenn man einfach gesund ist, wenn man laufen kann und wenn man einfach die Sonne genießen kann und so die Schönheit der Natur betrachten kann. Ich glaube wirklich, wenn man ein Schweres durchgemacht hat, dann kann man nachher die Dinge ganz anders sehen. In der Zeit haben wir dann angefangen, unseren YouTube-Kanal zu starten. Ich habe einfach wieder richtig Vollgas gegeben, jeden Tag gelebt, als wäre es mein letzter. Ich glaube, ich bin vielleicht sogar noch etwas risikofreudiger geworden, weil ich halt wirklich gespürt habe, das Leben kann jederzeit vorbei sein. Ich glaube, das ist weltweit der erste Flug in der Badewanne. Mal sehen, ob das alles klappt.
Wir sind jetzt an der verlassenen Skipiste und probieren mal aus, wie schnell wir hier fahren können. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ihr habt die Message verstanden. Genau, vielleicht lasst ihr euch auch motivieren, ein bisschen rauszugehen, auch wenn das Wetter im Moment nicht das allerbeste ist. Ist auf jeden Fall besser, als zu Hause vorm Fernseher zu sitzen. Wir haben tatsächlich sehr viele Eltern und Erwachsene, die das sehr cool finden, dass die Leute mal wieder rausgehen. Und ich finde, es ist auch einfach eine Sache, dass früher die Leute viel mehr rausgegangen sind. Also wenn man sich die Kinder heutzutage anguckt, gibt es kaum welche, die noch rausgehen und irgendwie Verstecken und Fangen spielen. Also gibt es schon, aber ich glaube, im Gegensatz so zu früher ist es was komplett anderes. Seitdem wir vor etwa 10 Jahren zusammen mit unserem Vater dieses Modellflugzeug hier gebaut haben, war es schon immer unser Traum, mal ein richtiges Flugzeug zu bauen, mit dem wir in echt fliegen können. Viel schneller, schneller, schneller! Also der Wind ist heute leider zu stark. Ich würde sagen, es war trotzdem schon mal ein voller Erfolg. Das zweite Mal, als Philipp Krebs bekommen hatte, da waren wir gerade in Amerika. Es war ein sehr ähnlicher Umstand wie beim ersten Mal. Also wir waren da, haben wir gerade mit YouTube komplett durchgestartet. Wir hatten gerade diese fliegende Badewanne gebaut. Auf der ganzen Welt in Amerika, überall ist unser Video gelaufen, bis nach China. Und es kamen Fernsehteams von der ganzen Welt kamen zu uns nach Hause. Also es war einfach richtig, richtig verrückt. Und in der Zeit war das erste Mal, dass ich wirklich gespürt habe, ich habe auf einmal wieder ganz schlimme Kopfschmerzen gekriegt, die ich auch bei der ersten Diagnose hatte. Was mich halt irgendwie schon sehr verunsichert hat, war halt, dass er gemeint hat, dass nach 4 Jahren sozusagen er geheilt ist. Und dann ist genau in dem Zeitrahmen, wo das abgelaufen ist, ist halt wiedergekommen. Ich habe damals immer versucht, nach außen hin mega stark zu wirken, auch wenn ich es innerlich überhaupt nicht war. Ich glaube, mir hätte es viel besser getan, wenn ich da wirklich ehrlich meine Gefühle auch zugelassen hätte. Aber weil ich mein Selbstwertgefühl auch irgendwie darauf gebaut hatte, immer so stark sein zu müssen, war es für mich eine mega schwere Situation, das so vor anderen zu zeigen. Weil ich auch Angst hatte, glaube ich, wieder dieser Krebspatient zu sein, wieder bemitleidet zu werden, dass mich alle angucken und sagen, oh, kann man dir irgendwie helfen? Wie geht's dir gerade? Das wollte ich einfach nicht mehr erleben. Als ich die zweite Diagnose bekommen hatte, war mir klar, dass ich eigentlich wieder die Chemo machen müsste. Und in meinem Kopf irgendwo hatte ich schon die Entscheidung getroffen, dass ich da einfach keine Lust mehr drauf habe und dass ich das auch irgendwo nicht mehr durchhalten würde. Weil ich glaube, ich kann viel aushalten, wenn ich eine Hoffnung habe und die Hoffnung habe, dass nachher alles gut wird. Aber ich wusste ganz genau, wenn ich diese Chemo jetzt mache, ist danach nicht alles gut, sondern danach wird der Tumor einfach wahrscheinlich wiederkommen. Daraufhin kam dann ein Arzt zu mir und hat gesagt, dass es eine Studie gäbe, an der ich teilnehmen könnte, die keine Chemo wäre, dass diese Studie mein Immunsystem aufbauen würde und dass mein Immunsystem selber gegen die Krebszellen kämpft. Und das war für mich irgendwie eine Alternative, wo ich gesagt habe, okay, das könnte ich mir vorstellen. Ich bin danach wirklich an einen Punkt gekommen, wo ich im Sterben gelegen habe. Die Entzündungswerte waren ja eh schon hoch wegen dem Tumor, dass es für den Arzt nicht mehr so aussieht, als würde ich die nächsten Wochen überleben. Ja. Ich finde halt krass, in Freundschaften ist halt sehr viel unausgesprochen. Also das ist, man nimmt halt sehr viel für selbstverständlich hin, auch in normalen Freundschaften. Und wenn halt irgendwie vor Augen geführt wird, hey, okay, der Mensch, mit dem ich halt so die meiste Zeit in meinem Leben verbringe oder verbracht habe, der könnte jetzt demnächst sterben. Also wenn man mit dieser Prognose umgeht, ich fand es einfach noch krass, dass es einem nochmal bewusst wird, wie wichtig die Person eigentlich ist. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, so eine richtig krasse Angst verspürt. Also ich habe vorher in meinem Leben nie Angst gehabt. Ich habe, selbst wenn ich im U-Boot gesessen habe und gedacht habe, okay, das U-Boot implodiert gleich, ich bin gleich tot, habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht oder habe immer noch einen Ausweg gewusst.
Scheiß, jetzt diesmal ist wirklich ein Riesenloch. Hinten kommt mega ins Wasser rein. Ich versuche es zuzuhalten, aber es bringt alles nichts. Die Batterie, oh, ich glaube, es ist raus. Also ich wusste dann, ja, wenn es jetzt implodiert, dann, keine Ahnung, platzt vielleicht mein Trommelfell, vielleicht werde ich bewusstlos, aber dann schlage ich vorher noch an die Scheibe, das wird der Taucher mitkriegen, dann haben wir Sauerstoff dabei gehabt, haben uns immer darauf vorbereitet, auf die schlimmsten Szenarien haben wir immer eine Lösung gehabt. Und in dem Moment gab es halt für mich keine Lösung. Und danach gab es eine Situation, wo ich abends immer aus dem Krankenhaus abgehauen bin und bin da raus und bin dann versucht, den Berg hochzulaufen und habe auch immer gemerkt, dass es nicht mehr geht. Und habe dann wirklich so zum Himmel geschaut und habe wirklich das erste Mal in meinem Leben, glaube ich, wirklich ehrlich einfach gefragt, ey Gott, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir irgendwie. Ja? Ich muss wissen, dass es dich gibt. Ich kann nicht an dich glauben. Ich muss wissen. Ich muss wissen. Und da habe ich wirklich das erste Mal, das war unglaublich. Also ich habe wirklich auf einmal so eine Liebe gespürt. Ich kann das nicht erklären. Ich glaube, das kann niemand verstehen, der es nicht erlebt hat. Und ich wusste auf einmal, dass es da mehr gibt. Ich wusste, dass ich gerade eben diesem Gott irgendwie begegnet bin. Und meine komplette Existenzangst war weg. Also diese ganze Angst vor der Zukunft war einfach mit einmal weg. Und ich hab einfach gespürt, da ist jemand, der auf mich aufpasst und der mein Leben in der Hand hat. Und zwei Tage später, nach diesem Erlebnis, also dieses Erlebnis war am Donnerstag, am 8. März, und am 10. März ist meine Schwester dann mit dem Flugzeug abgestürzt. Und ich glaube, dass ich das überhaupt nicht überstanden hätte, diese ganze Situation, wenn ich dieses Erlebnis nicht gehabt hätte. Soeben haben uns erste Bilder erreicht von einem Kleinflugzeug, das in der Nähe von Bensheim abgestürzt ist. Nach Angaben der Polizei sind zwei Menschen bei dem Absturz ums Leben gekommen. Wir hatten die Krebsdiagnose und kurz Zeit später ist ja dann die Ellie gestorben. Und es war halt alles so in einer kurzen Zeit. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie das dann alles war, aber es war halt einfach heftig irgendwie. Sehr viel Schlimmes in sehr kurzer Zeit. Unsere Schwester war wirklich immer so, unsere Schwester war nicht nur unsere Schwester, sondern wirklich auch unsere beste Freundin irgendwie. Wir haben alles mit ihr gemacht, die war in unseren Projekten dabei, in unseren Videos, war immer oft die Erste, die vorneweg die Seilbahn gefahren ist, von der Klippe gesprungen ist und so. Also ein richtig lebensfroher Mensch. Das war ein Samstag, an dem sie abgestürzt ist. Also an diesem Samstag wollten wir einfach nochmal einen Rundflug machen mit unserer Schwester, weil wir mit diesem Pilot, den wir übers Internet kennengelernt hatten, wollten wir ein Flugzeug selber bauen. Das kann man in Deutschland machen, so einen Ultraleichtflieger selber bauen. Und er hatte einen professionell gebauten Flieger, hat einen Flugschein gehabt und wir wollten einfach ein paar Runden fliegen. Ich weiß nur, dass es voll schön war, dass meine Schwester überhaupt mitgekommen ist, weil die in der Zeit nicht so viel mit uns gemacht hatte. Also war relativ wenig nur noch bei Projekten dabei und so. Und ich fand es einfach mega schön, dass sie mitgekommen ist. Und eigentlich wäre es logisch gewesen, dass ich zuerst fliege, weil es mir damals nicht gut ging. Ich hatte Schmerzen gehabt und so. Und irgendwie hat sich meine Schwester aber so sehr auf diesen Flug gefreut, dass mir alle gesagt haben, okay, Ellie, flieg du zuerst. Und ist mit ihm eingestiegen und man hat sich ja nicht verabschiedet oder so, weil man, keine Ahnung, man hat gedacht, sie ist in 10 Minuten wieder da. Also es war wirklich so ein ganz kurzer Flug nur. Also er wollte wirklich nur 5 bis 10 Minuten, denke ich mal, so fliegen oder 1/4 Stunde maximal. Wir sind dann ins Hangar gegangen und hatten einfach abgewartet. Und irgendwann haben wir alle, ich glaube, irgendwie so eine Vorahnung gekriegt oder so ein dunkles Gefühl, dass irgendwas nicht stimmt. Und dann kam uns halt irgendjemand vom Tower entgegen und gefragt, was wir dort zu suchen hätten. Und dann haben wir halt versucht zu erklären, so ja, dass Freunde von uns gerade im Flugzeug sitzen, die sind halt dahinter hingeflogen. Da meinte er, kommt mal mit. Und dann sind wir halt hoch in den Tower reingegangen und dann hat man uns halt erzählt, dass ein Flugzeug abgestürzt ist in der Nähe von Bensheim. Und dass die Insassen wahrscheinlich nicht überlebt haben. Ich war mit Erik im Auto, wir sind dahin gerast übers Feld und auf dem Weg hat mich ein Polizist angerufen und hat mir gesagt, dass Ellie nicht überlebt hat. Und weil ich den anderen erstmal gar nicht weitersagen konnte oder wollte und sind ausgestiegen. Und dann kam wirklich die erste Polizistin auf uns zu und hat uns herzliches Beileid gewünscht. Und das war irgendwie so der Moment, wo wir einfach gemerkt haben oder wo ich so realisiert habe, ja, ich werde Ellie tatsächlich nie mehr wiedersehen. Es war ein krasser Tag, weil irgendwie ist es so, in so einem Moment passiert halt irgendwie sowas, von jetzt auf gleich kann das passieren. Man ist gerade noch voll glücklich, man hat so die Ellie gesehen, wie sie ins Flugzeug eingestiegen ist. Und es war auch so das, so, was ich mir in Erinnerung behalten habe, ihr Gesicht, dass man halt so sieht, sie freut sich halt wirklich auf diesen Flug. Also sie war wirklich glücklich
Und dann ist es so vorbei, von jetzt auf gleich. Und das war also der Gedanke so von mir, das passiert immer anderen, das passiert nicht mir selber. Man hört davon in Nachrichten, aber einem selber passiert sowas nicht. Also bei mir war es echt so, dass ich ziemlich verzweifelt war und mich auch voll alleine gefühlt habe dann, weil ich halt, also ich kenne es halt echt nicht alleine zu sein, so, ich glaube, das kann man sich nicht vorstellen, aber weil wir halt als Kinder wirklich immer, also es ist wie wenn man immer seinen besten Freund dabei hat. Dann war ich halt erstmal wirklich allein, weil Philipp halt wieder im Krankenhaus war und Ellie war ja dann halt auch weg und dann, hatte ich erstmal ziemlich viel Zeit auch alleine gebraucht, glaube ich. Also ich konnte damit nicht wirklich umgehen. Erstmal in der ersten Zeit. Ich war da wirklich an einem Punkt, wo ich irgendwo schon mit meinem Leben abgeschlossen hatte, wo ich auch echt gedacht habe, es geht nicht mehr weiter und auch keine Möglichkeit mehr gesehen habe. Und daraufhin ist meine Mutter wirklich nach Hause gefahren, hat sich irgendwie auf den Teppich gekniet und hat gesagt, ey Jesus, du musst uns jetzt helfen. Wir sind am Ende so, es gibt keine Lösung mehr. Und seit dem Moment ist es mir einfach nur noch besser gegangen. Also seit dem Moment ist es bergauf gegangen. Und ich bin dann tatsächlich innerhalb von 3 Monaten oder so, stand ich wieder komplett auf den Beinen und war wieder komplett fit. Wir wollten euch einfach mal Danke sagen für eure ganzen lieben Worte und Kommentare unter unserem letzten Video. Das hat uns wirklich sehr gefreut. Und ziemlich viele haben sich ja gefragt, wie es jetzt weitergeht mit unserem Kanal und mit unseren Videos und was wir jetzt weitermachen. Und ich glaube, das wussten wir selber noch nicht so wirklich. Wir haben auf jeden Fall vor, weiterzumachen. Und ich denke auch, dass unsere Schwester nicht gewollt hätte, dass wir jetzt aufhören damit. Und es ist uns jetzt einfach nochmal ganz besonders bewusst geworden, wie kurz das Leben sein kann und wie wichtig es ist, dass man irgendwas Besonderes aus seinem Leben macht. Ja, hey. Ich bin gerade in der Besprechung, aber wer bist du? Wer bist du? Ich habe deine Nummer nicht eingespeichert. Ah, okay, ja, nice. Dann lass du in einer halben Stunde nochmal telefonieren. Kannst du dich einfach nochmal anrufen. Okay, alles klar, bis dann. Sorry, ciao. Normalerweise beginnen wir unseren Tag morgens so gegen 9 ungefähr und treffen uns erstmal alle zusammen zu einer Besprechung und besprechen so, was wir den ganzen Tag machen wollen und versuchen die Aufgaben ein bisschen aufzuteilen. Ja, das Video, glaube ich, fertig. Mhm. Und dein Video ist ja auch soweit fertig, oder? Wenn wir jetzt heutzutage ein Video hochladen, dann schauen sich das immer im Durchschnitt so zwischen 300.000 und vielleicht 1,5 Millionen Leuten an. Also es kommt ein bisschen drauf an. Man kann es auch gar nicht so krass einschätzen. Und wir kriegen unglaublich viele positive Rückmeldungen und Kommentare, also auch immer mehrere Tausend auf ein Video, was uns auch klar irgendwo motiviert und auch eine Bestätigung gibt, dass das auch cool ist, was wir machen und dass die Leute wirklich begeistert sind und auch selber rausgehen. Ja. Hey Leute, welcher Baumarkt macht das? Welcher Baumarkt lässt uns einfach über Nacht hier? Ich weiß noch, als die dritte Diagnose hatte, Philipp, ist ja noch gar nicht allzu lang her, da haben wir gerade die Rutsche hier auf dem Dach gebaut. So, das Problem ist jetzt, dass wir diese ganze Rutsche da hochheben müssen und die wiegt so gefühlt eine Tonne. Und wir kriegen das jetzt fest nicht angehoben, aber vielleicht mit dem Seil irgendwie. Ich weiß noch genau, wie ich auf dem Weg nach unten war, an meinen Schreibtisch zu meinem Laptop. Und bin oben nochmal auf Toilette gegangen und gucke in den Spiegel und ich hatte ein weißes T-Shirt an. Und da ist die Sonne so von der Seite drauf gefallen und in dem Moment habe ich gesehen, dass ich einfach 2 dicke Beulen auf der Brust habe. Wo ich irgendwie so gemerkt habe, die waren vorher nicht da. Und ich weiß nicht, warum ich das erst da gemerkt habe, ob die einfach sehr schnell gewachsen sind. Also der Krebs ist auch ein sehr, sehr schnell wachsender Krebs. Wo mir direkt klar war, okay, der Tumor ist irgendwie zurück. Ich
bin tatsächlich erst mal wieder für einen Moment in ein krasses Loch gefallen. Ich bin wirklich runtergegangen. Ich weiß noch genau, dass meine Freunde alle draußen waren. Wir hatten gerade diese Wasserrutsche aufs Dach gebaut, hatten gerade mega viel Spaß zusammen. Und ich habe mich wirklich zurückgezogen in mein Zimmer und habe gemerkt, ich kann da jetzt gerade nicht mitmachen. So. Ich glaube, ich war sogar einer der ersten Personen, die es gesagt bekommen hat, weil er das erst kurz ein bisschen verschwiegen hatte. Weil ich glaube, man macht sich da auch Sorgen, was die Freunde darüber denken. Und genau da ist er so in Tränen ausgebrochen und hat mir dann halt quasi erzählt, dass er gerade vor einer Stunde, ein paar Stunden in den Spiegel geguckt hat und gesehen hat, dass er halt seine Beule wieder hat. Als ich gemerkt habe, dass der Krebs gekommen ist, bin ich erstmal ehrlich gesagt nicht zum Arzt gegangen, weil ich genau wusste, dass wenn ich zum Arzt gehe, dass ich erstens eine unglaubliche Angst gemacht bekomme, dass ich demnächst sterben werde, und bin dann mit meinen Freunden nach Island gefahren. Wir hatten jetzt einen Islandurlaub. Das war so, klingt so ein bisschen blöd, aber wie als letzte Reise für den Philipp gedacht, also als letztes schönes Event, wo dann halt alle Leute, die wichtig sind, nochmal dabei sind. Wir sind jetzt endlich vollzählig, also können wir jetzt endlich unsere Reise beginnen. Ich hatte vor der Reise ein sehr, ja, sehr mulmiges Gefühl, weil du ja auch nie weißt, wie geht's Philipp wirklich. Du siehst ihn ja dann 24 Stunden und wir wissen ja auch, dass er nachts nicht gut schläft und wenn was sein sollte, dass man ihn auch ins Krankenhaus fahren müsste oder so. Es gab so einen Moment in Island, das fand ich für mich fast das Schlimmste. Also er ist morgens immer sehr früh aufgestanden, auch weil er Schmerzen hatte. Und dann war es halt immer angemessen, also ganz schön, dass er morgens rausging und ein bisschen spazieren gehen, also spazieren gehen konnte. Und für den Philipp war es halt praktisch unmöglich, aufzustehen alleine. Wenn er dann nachts, hat er da unter Schmerzen versucht zu schlafen, und am Morgen ist er nicht alleine hochgekommen. So, es ist gerade so ein schöner Morgen hier in Island. Ja, ey, aber es ist irgendwie echt voll krass. Also ich habe so starke Schmerzen, einfach, ich kann gar nicht mehr richtig laufen. Und auch Atmen tut mir schon richtig doll weh, also keine Ahnung. Gott muss wirklich da bald ein Wunder tun, wenn er eingreifen will. Da hatten wir auf jeden Fall ja ein paar Auseinandersetzungen. Was jetzt, soll er zum Arzt gehen, soll er nicht zum Arzt gehen, soll er Chemo machen, soll er keine Chemo machen? Und da denkt ja jeder ein bisschen anders drüber. Und genau deswegen hatten wir ein paar Situationen, die nicht ganz so einfach waren. Ich habe den Philipp dann halt den Vorwurf gemacht, dass er so tickt, gerade wie so ein Selbstmörder. Im Prinzip so, ich möchte mich jetzt selber umbringen oder ich lasse jetzt halt einfach passieren. Und alles, was so um mich rum ist, ist egal. In dem Moment ist dann halt so aus mir rausgebrochen. Dass ich halt so gesagt habe, hey yo, also Philipp, ich will nicht, dass du stirbst. Du hinterlässt den Johannes, du hinterlässt deine Eltern. Das sind so viele Sachen, was du halt einfach in dem Moment jetzt einfach gerade vergisst. Und dass es mir halt voll wichtig ist, dass du weißt, dass ich nicht will, dass du weg bist. Und ja. Oh, fuck. Es gibt definitiv Momente, in denen mich das richtig krass belastet, wo es mir richtig schwer fällt, wenn ich dann denke, meine Freunde zurückzulassen. Aber ich glaube, das ist gerade das, wo ich mittlerweile, ich versuche mittlerweile, das nicht mehr zu verstecken, sondern ich sage, okay, das ist für mich eine sehr, sehr schwere Situation, wenn ich meine Freunde anschaue. Und wo ich gerade sage, dass ich muss nach außen nicht immer stark sein. Ich kann nach außen hin schwach sein vor meinen Freunden, egal ob jetzt hier im Fernsehen oder wo auch immer, wo ich sage, diese Situation ist schwer und egal, was ich für eine Hoffnung noch habe, ich will es ehrlich gesagt nicht erleben, wie ich damals erlebt habe, wie ich meine Schwester verloren habe.
dass es meine Freunde erleben müssen. Ganz besonders die Freunde, die noch nicht so eine Hoffnung haben wie ich. Also ich habe ja krass gemerkt, wie ich da durchgetragen wurde. Und wo ich mir natürlich wünsche, dass meine Freunde das genauso erleben können. Aber ja, was für mich, wo es definitiv immer wieder die Punkte gibt, wo ich auch mit zu kämpfen habe. Was für mich ein bisschen Frieden gegeben hat, nächste Schritte besprochen. So, dass er zum Arzt geht und dass er dann sich eine Diagnose holt und dass ich dann wirklich für mich, um Frieden zu finden, dann schwarz auf weiß habe, es gibt keine Chance. Das ist gelaufen, also das würde jetzt halt so passieren. Ich habe auch lange überlegt, ob ich das jetzt wirklich auch auf YouTube sagen soll, ob ich das mit euch teilen soll. Aber der Arzt hat mir einfach gesagt, dass es sehr, sehr schlecht aussieht und dass der Tumor schon im Endstadium ist und dass er mir tatsächlich nur noch 2 Wochen bis 2 Monate zu leben gibt. Ich habe einen Tumor, das hatte ich ja schon gesagt. Ich blende jetzt hier mal ein paar Bilder ein, wie das gerade aussieht, der zwischen meinen Lungen ist. Das ist ein Hodgkin-Lymphom. Allerdings ist der mittlerweile schon mit der Lunge verwachsen und auch mit dem Herz verwachsen und schließt den Knochen irgendwie mit ein. Ich habe da jetzt mit vielen Ärzten drüber geredet, ob es sich lohnt, diese Chemo zu machen. Und die sagen ganz klar, die Chemo ist da keine Lösung in dem Fall. Und sie würden mir die Chemo auf jeden Fall nicht empfehlen, beziehungsweise würden selber die Chemo auf jeden Fall nicht machen. In meiner Situation jetzt speziell ist meine größte Hoffnung wirklich, dass ich weiß, dass es nach dem Leben eben weitergeht, dass das Leben hier auf der Erde für mich gar nicht so die Hauptsache ist, sondern dass ich wirklich erlebt habe und daran glaube, dass Gott wirklich ein richtig krass guter Gott ist und dass Gott wirklich ein Gott ist, der einen guten Plan mit deinem Leben hat. Egal, ob das manchmal auch durch schwere Zeiten durchgeht und wie gesagt, dass er am Ende irgendwie alles gut machen wird, selbst wenn es nicht hier auf der Erde ist. Euch da ein bisschen mit reinnehmen und euch ganz besonders zeigen, was für eine Hoffnung ich habe. Und ich glaube ja nicht mehr ganz an Zufälle und ich glaube auch, dass es wirklich jemanden gibt, der einen Plan mit mir hat und mit meinem Leben hat und auch mit dieser ganzen Sache jetzt einen Plan hat. Und es gibt mir so eine unglaubliche Hoffnung, dass ich mir jetzt gar keine Sorgen machen muss und auch gar keine richtige Angst habe. Und das finde ich einfach mega krass. Ich kann definitiv nachvollziehen, dass manche Leute die Videos im Moment nicht so verstehen können und nachvollziehen können, auch warum ich so offen über meinen Glauben rede, weil es, glaube ich, in unserer Gesellschaft einfach auch gar nicht üblich ist, über dieses Thema zu reden. Also der Glaube ist immer nur überall Privatsache. Und ich würde auch gar nicht sagen, dass ich jetzt das einzig Wahre gefunden habe. Ich habe für mich irgendwie jetzt im Moment eben voll den Frieden damit und das reicht für mich jetzt erstmal so. Also ich denke auf jeden Fall, dass der Glaube sehr, sehr viel psychologisch einem ausmacht. Also dass man, wenn man weiß, dass da jemand ist, der auf einen aufpasst oder dass da jemand ist, den du anbeten kannst, den du fragen kannst oder wo du einfach weißt, dass da jemand ist, der dich liebt oder so nimmt, wie du bist, dann gibt es einem super viel. Es gibt öfter mal Menschen, die mir irgendwie vorwerfen, dass ich nicht auf die Medizin, sondern auf meinen Glauben vertrauen würde, wo ich niemand darf so aufrufen will, irgendwie nicht zum Arzt zu gehen. Und ich sehe auch Ärzte nicht negativ oder als was man nicht, die einem nicht helfen könnten. Also mir wurde bei dem ersten Tumor ganz krass von Ärzten geholfen. Ich bin so dankbar für jeden Arzt, der mir geholfen hat, der mir bei der zweiten Krebserkrankung mit der Studie geholfen hat. Und trotzdem weiß ich, dass es einfach einen Punkt gibt, an dem Ärzte einem auch nicht mehr helfen können. Fühlen Sie sich? Also wie geht's? Ich fühle mich soweit richtig gut. Also ich merke ehrlich gesagt gar nichts davon. Ja. Ich hatte ja am Anfang auch echt Schmerzen gehabt in dem Bereich. Mhm. Und was irgendwie ganz für mich positiv ist, ich weiß nicht, ob das positiv ist, dass der ganze Bereich hier vorne halt irgendwie taub geworden ist. Also wenn ich es anfasse, merke ich da nichts. Von wegen, dann stört es mich immer beim Autofahren, was vorher so, dass es mich immer gestört hat in dem Anschnallgurt und so, dass es, wenn es da drüber gerieben hat, ich merke da halt jetzt gar nichts mehr. Hm. Wahrscheinlich ist irgendein Nerv eingeklemmt oder so. Ja, okay, na gut. Dann würde ich vorschlagen, leg mal gleich los.
ja jetzt die alten Narben, aber man sieht ja hier jetzt sozusagen die Beule, dass sie wieder vorkommt in diesem Bereich. Ist es auch druckschmerzhaft? Sie spüren gar nichts mehr. Ne? Okay, gut. Da spüre ich wieder was. In der Mitte spüre ich auch gar nicht. Also man sieht ja auch die narbigen Einziehungen von der sozusagen von der vorausgehenden Wunde. Und ich nehme auch an, dass ziemlich genau hier das Bestrahlungsfeld war. Wenn Sie jetzt mal ganz tief einatmen und die Luft anhalten. So, jetzt haben wir Ihr Herz im Bild. Ich fahre da mal mit der Maus entlang und das ist wahrscheinlich, es wäre nicht ausgeschlossen, dass dort sozusagen eine leichte Flüssigkeitsansammlung im sogenannten Herzbeutelbereich, also im Perikard, stattfindet und dass es eben Gewebe geben könnte, was da sozusagen von dem Lymphom auf umliegendes Gewebe infiltriert. Das könnte dann auch das sein, was ich merke, was nicht so. Ja, das wäre natürlich, das kann Schmerzen verursachen am Herzen und das ist natürlich die große Gefahr, dass durch diese Art der Infiltration das lebenswichtige Organ, das Herz, so beeinträchtigt wird, dass das bis hin zum quasi Herztod führen kann. Ne? Ja. Durch die, dass das eben... Ja, ist besser als ersticken, oder? Hat man mit Ihnen besprochen, dass das Behandlungskonzept dann sozusagen palliativer Natur wäre? Haben die das sozusagen besprochen? Ja, genau. Also, dass wenn ich, dass das dann das Einzige ist, was man eigentlich noch machen kann. Da müsste man jetzt im Prinzip Ihr individuelles Therapiekonzept nochmal arbeiten. Aber ja. Man muss fairerweise sagen, dass die Möglichkeit einer Heilung, das haben die Kollegen Ihnen ja gesagt, auch eben nicht oder sehr unwahrscheinlich sind. Mhm. Aber die müssen damit rechnen, dass unbehandelt diese Erkrankung zum Tode führen kann. Im Prinzip, wenn der Herzbeutel betroffen ist, von jetzt auf gleich, damit müssen sie rechnen. Ob das der Fall sein wird oder nicht, das kann keiner sagen, aber aus medizinischen Aspekten müssen Sie damit rechnen, dass das im Prinzip jederzeit passieren kann. Und wenn ja, danke, dass du den Tag heute lang, dass du wirklich hier bist und dass wir schon so viel mit dir erleben konnten und ja, ich danke dir dafür, dass du mich wirklich in der ganzen Situation so krass durchstreikst und dass ich heute Nacht auch wieder halbwegs gut schlafen konnte und jetzt auch keine Schmerzen habe. Und ich bitte dich einfach darum, dass du heute auch dabei bist. Du siehst, dass wir das Video jetzt hochladen wollen. Und ich bitte dich einfach darum, dass die Videos wirklich gut ankommen und dass Leute einfach dadurch richtig ermutigt werden. Und jetzt auch in der Zeit, wenn die alleine zu Hause sind, dass du sie nicht alleine lässt, sondern dass sie einfach schöne Sachen erleben. Okay, dann lass mal starten. Heute geht das Island-Video online, immer unsere Island-Reise. Das ist jetzt das erste Video nach dem Video, wo ich meine Krebserkrankung bekannt gegeben habe. Wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht, also hatten jetzt einen Monat kein Video hochgeladen. Ja, die Sache ist, dass einfach wir ständig Anfragen kriegen, ja, Philipp, lebst du überhaupt noch? Weil du hast jetzt schon einen Monat kein Video hochgeladen, wie geht's dir und so weiter. Auf Instagram halten wir die Leute da auf dem Laufenden. Aber jetzt ist die Frage, wie wir das Video ein bisschen aufbauen, wie wir das Video anfangen. Weil es mir ja im Moment extrem gut geht und trotzdem weiß ich ja nicht, wie die Zeit wirklich weitergeht. Und da ist es dann auch immer extrem schwierig, da jetzt einen Titel oder sowas zu finden. Weil einerseits soll es ja ein Titel sein, der die Leute interessiert. Andererseits will ich ja keinen Clickbait-Titel raushauen, der irgendwie mega krass ist. Und will ja einfach nur ehrlich das rüberbringen, was im Video auch gesagt wird. Was aber echt gar nicht so einfach ist. In meinem letzten Video habe ich euch ja von meiner aktuellen Krebsdiagnose erzählt. Und dass der Arzt mir gesagt hat, dass ich eventuell nicht mehr lange zu leben habe. Ich habe mir jetzt die Frage gestellt, wie ich meine Zeit verbringen will, wenn ich wirklich nur noch 2 Wochen zu leben habe. Ich finde es voll gut, dass der Philipp das jetzt alles, so wie er es macht, eben auf YouTube auch geteilt hat, weil ich voll
gemerkt habe in meinem Leben, dass es, keine Ahnung, dass man echt andere Leute immer so anschaut und denkt, bei denen ist alles perfekt und bei mir nicht. Und deswegen finde ich es eigentlich fast wichtiger, als Leuten zu zeigen, guck mal, wie cool mein Leben ist und guck mal, was wir Schönes gebaut haben und wo wir da irgendwie Spaß gehabt haben, den Menschen zu zeigen, dass es eben nicht alles so perfekt ist und dass es uns auch nicht so gut geht, weil das dem anderen, glaube ich, im Endeffekt einfach mehr hilft. Und von daher bin ich voll dankbar dafür, dass Philipp das so, so kann überhaupt, weil ich glaube, das, also es ist nicht einfach und da muss man echt stark sein für. Aber das, also ich finde es sehr gut. Sehr guten Schritt von ihm. Aber auch lustige Geschichten dabei. Ja, dann geht es jetzt auf unserem Kanal auf jeden Fall weiter mit ein paar verrückten Projekten. Das U-Boot ist jetzt auch endlich fertig. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann vergesst nicht unseren Kanal zu abonnieren und den Lifeline-Kanal natürlich. Dann sehen wir uns wieder im nächsten Video. So, haben wir es. Öffentlich. Fertig. Dann müssten jetzt bei 1 Million Menschen die Handys klingeln. Und hier, das müsste auch schon 144 Kommentare. Viel Glück, ich wünsche dir alles Gute, genieße dein Leben und so weiter. Ich hoffe, du schaffst das. Also ich kriege tatsächlich mega wenig negative Kommentare. Also es ist wirklich, das ist ein Promille oder sowas. Es gab aber die Vermutung, dass ich das Ganze nur faken würde oder zu Marketingzwecken nutzen würde, meine ganze Krankheit. Was mich ein bisschen schockiert hat, weil ich da selber gar nicht drauf gekommen wäre. Aber natürlich kann man das so denken. Ist gerade mein Buch rausgekommen. Direkt nach dem Buch bekomme ich hier so viele Fernsehauftritte und so wegen meiner Erkrankung dann auch. Was gar nicht stimmt. Ich hatte die Fernsehauftritte vorher zugesagt wegen meinem Buch und dann ist die Erkrankung dazugekommen. Und ja, deswegen habe ich jetzt auch im aktuellen Video auch nochmal ein Bild hier gepostet, wo man wirklich meinen Körper sieht, also hier meinen Tumor und wo man auch meinen Kopf dazu sieht. Es ist ja mittlerweile ziemlich auffällig. Aber ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, weil es mir halt tatsächlich so gut geht. Und wenn man jetzt hört, da ist ein Krebspatient im Endstadium, dann denkt man, okay, der liegt im Bett und kriegt irgendwelche Infusionen. Aber man denkt nicht, dass ich rumgehe und, keine Ahnung, baden gehe oder sowas. Aber ja, bin ich mega froh einfach, dass es mir da so gut geht. Und ich nehme das niemand übel. Also ich sage auch immer, Leute, hinterfragt mich, stellt mir kritische Fragen. Konstruktive Kritik finde ich richtig gut. Das ist das Beste, was die Leute mir geben können. Und ja. Aber bin schon sehr dankbar für unsere Community auf jeden Fall. Bei Philipp ist jetzt so, wir haben ja eine Diagnose, das heißt, man weiß, dass es demnächst irgendwann passieren wird. Aber bei Ellie zum Beispiel gab es keine Zeit davor. Es ist einfach von jetzt auf gleich passiert. Und das kann jedem passieren. Also nutzt die Zeit, die ihr habt, macht das, was euch Spaß macht und habt einfach ein gutes Leben, damit ihr dann zufrieden auch gehen könnt, wenn es soweit ist. Das ist mir so bewusst geworden, dass man wirklich jede Minute in seinem Leben, dass jede Minute in seinem Leben wirklich wertvoll ist und dass es wirklich, dass Zeit etwas ist, was man niemals zurückbekommen kann und dass ich mich einfach auch jeden Tag so frage, warum mache ich gerade das, was ich mache. Ich glaube schon, dass es in meinem Leben Zeiten gab, in denen ich viel zu viel Wert auf Anerkennung gesetzt habe, auf das, was andere Leute über mich denken, auf das, was vielleicht auch unsere Abonnenten von uns erwarten. Also ich glaube tatsächlich, dass ich eine Zeit lang in meinem Leben, gerade als YouTube und so weiter angefangen hat, sehr auf mich selber konzentriert war oder auf das, wie wir eben dastehen. Wo mir jedes Mal die Krebsdiagnosen gezeigt haben, dass im Leben nicht darauf ankommt. Ich hatte das einmal, dass ich mir mal noch so klein war, dass ich mein Haus aufgekommen habe.